Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Evil Within 2 mit unserem Sebastian auf dem Weg zum nächsten, ja, Wegpunkt auf der Suche nach Lilly. Machen wir uns mal schnell auf den Weg. Also Sebastian schnell, meine ich. Also, nochmal. Wo bist du? Ich habe gerade gesehen, wir hätten da in dieses Haus auch reingehen können. Das können wir jetzt ja mal demnächst machen. Jetzt müssen wir erstmal Lilly fragen. Blut? Ein paar Tage alt. Hoffentlich nicht Lillys. Okay. Kleines Katz- und Maus-Spiel. So, ich guck mal eben. Das war das Haus, ne, wo wir reingehen konnten. Oh. Wo war das denn jetzt? Oh. Das ist aber nicht gut. Was ist das für ein Geräusch? Die Lady ist wieder unterwegs. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, wenn wir hier drin sind. Wir kommen gar nicht raus. Ach so, okay. Ja, dann hockt euch mal mit mir hier in die Ecke. Wieso kommen wir denn jetzt hier nicht raus? Gleich sinkt sie wieder. Und sonst so, wenn wir jetzt hier schon mal zusammen sitzen, können wir uns auch ein bisschen unterhalten. Was macht ihr so? Habt ihr Spaß? Ich komme hier halt nicht raus, ne? Oh. Ist das übrigens der Laundry Room? Wollte ich nur mal so sagen. Man hört sie aber auch nicht. Und wir mussten erstmal an der Tür. Schon wieder dieses Ding. What? Oh, wenn die hier reinkommt, schrei ich. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Oh Gott, die ist genau neben uns. Hä? Okay. Die ist halt gruselig, ne? Da kannst du sagen, was du willst. Die Dame ist echt gruselig. Gut, dann gehen wir mal unseres Weges weiter. Wir tun so, als wäre das gar nicht passiert. Sebastian ist auch cool. Ja, da war immer noch dieses eine Gebäude, ne? Komisch. Ja, Lilly, ich komme. Oh.
Gott sei Dank. Die Pilzschrittchen. Sie hat sich hier wohl versteckt. Sie muss in dem Lagerhaus sein. Kluges Mädchen. Ach so. Da gibt es bestimmt viele gute Verstecke. Bestimmt. Deshalb sind wir da nicht reingekommen. Okay, ich habe vorhin noch im Blickwinkel irgendwo hier eine Axt am Baum gesehen. Die würde ich gerne mitnehmen. Ich hoffe, die ist noch da. Wo war die denn? Die da hinten? Deshalb mussten... Oh Gott. Habe ich nicht gerade hier irgendwo eine Axt gesehen? Wenn ich die ist jetzt weg. Ja gut, dann halt nicht. Vielleicht wirft ja jemand eine auf uns. Dann können wir sie ja mitnehmen. Gut, das hatten wir ja schon ziemlich leer geräumt. Das ist unser Glück. Dann versuchen wir da nochmal reinzukommen. Vielleicht geht's ja jetzt. Wo war nochmal die Tür? Hier. Lilly? Lilly? Boah. Scheiße. Ja, aber hallo Sebastian, aber richtig Lilly? Große Scheiße. Lilly! Ja, ruf noch lauter. Lilly, das kam von oben. Ja, dann versuchen wir mal nach oben zu kommen, weil ich weiß nur nicht wie. Also. Okay, jetzt geht's. Hier muss sie durchgekrochen sein. Ich sollte da auch durch. Ja, sie ist anscheinend einfach da durchgelaufen, so wie es aussah. Okay, jetzt haben wir unsere Antwort. Sie ist ein tapferes und kluges Mädchen. Bestimmt geht's ihr gut. Ja, von ihrem Papa. Ich muss sie noch finden. Von ihrem Papa hat sie das wahrscheinlich nicht, das mit der Intelligenz, weil du bist so unvernünftig und dumm. Hier ist noch ein Bein, wer eins braucht. Ich mache hier mal auf. Boah, wie gemein das war. Wie gemein das war. Wieder eine Axt, das ist gut. Wie gemein. So, gehen wir mal hier hoch.
Bericht Nummer 00654, Kerndislokation. Betreff Infrastrukturbericht. 15.01 Uhr. Seismisches Triggerereignis an diesem Nachmittag. Systemüberprüfung brachte Abkopplung des Kerns zutage. Notfallteam für vorläufige Erkundung entsandt. Bericht kurz vor Kontaktabbruch an Mobius Zentrale geschickt. 16.32 Uhr. Kern konnte nicht ausfindig gemacht werden. Geringfügige zeitliche Dislokation, jedoch kein größerer struktureller Schaden. Einwohner stellen ersten Fragen per Telefon. 18.03 Uhr. Kern noch immer offline. Geringfügige Risse bilden sich im Bereich um das Rathaus. Einwohner bleiben noch ruhig, doch Unbehagen wächst. Verlust der Atmosphärenkontrolle. Temperatur fällt zunehmend. 23 Uhr. Erneutes seismisches Triggerereignis. Riss beim Rathaus nimmt kritischen Ausmaß an. Abtrennung steht unmittelbar bevor, wenn der Kern nicht wiederhergestellt wird. Mobius Alpha Team ist eingetroffen, unterstützt die Suche nach dem Kern. Okay. Da ist einiges schiefgelaufen, wie es aussieht. Warum kriegen wir hier so viele Sachen? Ich meine, das war viel. Gut, Erste-Hilfe-Koffer, den können wir... Können wir den machen? Wir können nur einen tragen, ne? Okay, ach super, wir können einen tragen. Dann, wie viel haben wir? 12? Wir könnten uns 6 Kugeln davon machen. Tja, was kommt denn jetzt? Und unsere Gesundheit ist voll, ne? Kann ich mal kurz gucken? Wie ging das denn nochmal? Ja, Gesundheit ist voll. Das heißt, eine Spritze können wir nicht mitnehmen. Nehmen wir noch ein... Sowas macht mir ja ein bisschen Angst, ne? Immer wenn man so viel Munition kriegt, kriege ich die Krise. So. Sebastian, dann gucken wir mal. Noch eine Puppe? Ja. Aber wo ist Lilly? Oh Gott, und warum ist hier so viel Munition? Jetzt können wir diese 3 verdammten Kugeln nicht mitnehmen. Das ist aber echt kacke. Der Maler. Das ist er. Der Mörder mit der Kamera. Und der Mistkerl hat mein kleines Mädchen. Ich war fast bei ihr. Verdammt! Beruhige dich. Denk nach. Du musst sie retten. Der Kommunikator empfängt nichts mehr. Ich muss einen anderen Weg finden. Oh, Neil. Mhm. Ob ich ihm trauen kann? Andererseits will er genauso sehr hier raus, wie ich Lilly finden will. Oh, Neil. Sebastian hier. Können Sie mich hören? Mist. Ausgerechnet jetzt. Vielleicht funktioniert es draußen. Toll. Kann ich noch mal kurz in den Raum nebenan oder bricht jetzt über mir die Hölle zusammen?
Ihr werdet ja verstehen, dass ich nicht vorhabe, diese drei Patronen da liegen zu lassen, ne? Magazingröße. Oh, das reicht so gerade. Aber ich glaube, wir können gerade mal eine mitnehmen jetzt, ne? Eine mehr. Aber manchmal entscheidet eine Kugel über Leben und Tod. Ja, tatsächlich eine Kugel mehr für 80 Waffenteile. Das ist ja wohl ein Witz. Kommt jetzt? Was? Lauf dem doch nicht hinterher. Was zur Hölle? Ja. Bitte lächeln. Da bist du ja. Aber wo ist Lily? Er darf nicht nochmal entkommen. Heißt, wir müssen ihm hinterherlaufen? Sebastian, ist das dein Ernst? Hey! Sieh da! Das Mädchen! Wo ist es? Was? Bitte, was? Scheiße. Ja, aber sowas von... Nein, lauf! Sebastian, lauf, lauf! Oh, Hilfe! Na? Scheißvieh. Wo bist du denn? Was? Du kommst hier hoch? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ist er tot? Ich kletter da nicht runter, könnte er vergessen. Kleiner Mann, was machst du denn?
Komm, na komm. Ich weiß, ich bin total mutig. Nee, geht. Mist, wieder verloren. Ob ich jetzt wenigstens O'Neill erreiche? O'Neill, Sebastian hier. Sie leben noch? Ich meine, Sie leben noch. Gut. Konnten Sie den Kern finden? Nein. Aber ich weiß, wer ihn hat. Und er hat selbst für diesen Ort unglaubliche Kräfte. Aber er ist weg. Ich glaube, da kann ich Ihnen helfen. Ich habe eine unbekannte Frequenz empfangen. Sie kommt aus dem Rathaus. Gut. Wo liegt das? Da oben. Sehen Sie das Gebäude mit dem großen Uhrenturm? Ja. Das ist es. Wie zur Hölle soll ich da denn hochkommen? Das ist etwas kompliziert. Kommen Sie her, dann erkläre ich's. Okay, bin unterwegs. Ernsthaft? Oh. Geht, ist das ekelhaft. Oh nein. Toll. Wenn die Straßen einmal freigeräumt sind, sind sie frei. Was für habe ich denn da genommen, dass ich das gesagt habe? Irgendwo muss hier noch Suppe liegen von dem einen Vieh. Oder irgendwas anderes? Hat der nicht Suppe verloren? Sind jetzt ernsthaft die ganzen Zombies wieder da? Nur noch schlimmer? Oh, natürlich. Es wäre auch zu einfach gewesen, ne? Ah, da liegt die Suppe. Ich wusste doch, ich habe was vergessen. Huch! Mysteriöse Maschine. Du hast das Gefühl, das schon mal gesehen zu haben, kannst aber nicht genau sagen, wann oder wo. Auf jeden Fall sieht es ziemlich cool aus, also beschließt du, es in deinem Zimmer aufzubewahren. Das sind, glaube ich, Figuren aus anderen Spielen von Bethesda, ne? Doom und, ich glaube, das andere war Dishonored. Was war denn da mal die Maske, die wir gefunden haben? War das Dishonored? Ich weiß nicht mehr genau, wie die aussah. Auch übrigens ein cooles Spiel. Dishonored können wir vielleicht auch mal irgendwann spielen, sobald ich mal irgendwie von der PlayStation aufnehmen kann. Weil ich möchte mir verständlicherweise hoffentlich nicht alle Spiele doppelt holen, dass ich die auch noch auf dem PC habe. So wie ich es im Moment mache. Aber wenn es mal soweit ist, wenn ihr Bock drauf habt, dann machen wir mal. So, wo müssen wir hin? Eigentlich ja nicht weit, ne? Eine Oma höre ich auch wieder. Wir haben nur noch zwei Schuss. Ich glaube, wir gehen lieber, ne? Mist, hat geschrien und nimmt uns die ganze Ausdauer weg. Oh, das war das die falsche Knarre. Schön, aber ich habe getroffen, hey. Die hat mich angekotzt. Ja, verdammt, ich bin so schlecht in sowas. Tut mir leid. Das hätte anders laufen sollen.
Es kann ja nicht immer glatt gehen. Das kommt uns auch noch hinterher. Lauf. Super. Ich hoffe, wir haben ein bisschen mehr Schießpulver gefunden. Ach, Gott sei Dank. Das ist ja nett. Okay, bevor wir mit dem reden, erstmal hier. Ganz einen Schuss können wir uns machen. Wow. So, erstmal einen Kaffee. So, und während Sebastian Pause macht, würde ich sagen, ich mache jetzt auch eine kleine Pause und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt The Evil Within 2. Bis dahin, passt auf euch auf und gehabt euch wohl. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Evil Within 2.